durch unsere heutige Pressekonferenz mit Dago Sigurdsson, Trainer Füchse Berlin, Geschäftsführer Bob Hanning, unserem Trainer Dr. Rolf Brack und unserem Geschäftsführer Benjamin Chateau. Herzlichen Glückwunsch an die Füchse Berlin und ich darf Herrn Sigurdsson auch gleich um sein Statement bitten. Erstmal schönen guten Abend. Ja, wir sind natürlich sehr zufrieden mit unserer Leistung. Möchten uns erstmal bedanken bei Balingen. Es war ein hartes Spiel, wie immer hier. Haben wir schon erwartet. Aber es war trotzdem ein sehr gutes Spiel, fand ich, von unserer Seite. Sehr konzentriert und wir wussten, dass die Balinger ein bisschen im Personalnot sind. Und deswegen haben wir eigentlich die ganze Zeit sehr, sehr konzentriert und voller Pulle gespielt. Und die sind dann irgendwann weg vom Tisch gewesen und wir haben das souverän nach Hause gebracht. Aber das Ergebnis ist natürlich etwas höher, als man das Spiel beobachtet hat. Ich glaube, das war etwas enger und war wichtig, dass wir die so ziemlich weit weg gehalten haben, weil die Halle hier ist natürlich unglaublich, super Stimmung, Kompliment. Also Dankeschön. Herr Sigurdsson, vielen Dank für Ihr Statement. Rolf, dann darf ich auch ich mein Statement bitten. 15 Minuten in der zweiten Halbzeit ohne Tor. Herr Sigurdsson sagt, das Ergebnis ist noch deutlicher. Ich hätte es eher noch deutlicher erwartet. Ja gut, das kann man so und so sehen. Also zunächst müsste ich wirklich im Dago und natürlich auch im Bob ein Kompliment zurückgeben. Sie stehen auf Augenhöhe mit Kiel und mit den Rhein-Neckar-Löwen, mit einem halb so hohen Etat, mit einer Mannschaft, die vom ersten Spieltag auch relativ konstant mit nahezu der gleichen Besetzung alle Spiele gegen Mannschaften, die gleich gut oder schlechter aufgestellt sind, souverän gewinnen. Und da ist schon irgendwo eine herausragende Stabilität, taktische Qualität zu der vorhandenen, sicherlich gegenüber unserem Kader aktuell auch größeren individuellen Klasse feststellbar. Aber es gibt mit Sicherheit 5, 6 Mannschaften, die mindestens genauso gut individuell besetzt sind, wenn man dann so souverän Richtung Champions League durchmarschiert mit riesen Vorsprung, den sie wahrscheinlich auf 7 oder 9 Punkte sogar noch ausdehnen können, dann hat die Mannschaft natürlich schon irgendwas, was man auch heute gesehen hat. Sie wirken unglaublich clever, sie gehen dahin, wo es weh tut. Sie können ein Spiel, was die Trainertaktik oder den Matchplan angeht, was die einzelnen Spieler angeht, sehr gut lesen und haben natürlich all unsere Stereotypen, Verhaltensweisen im Angriff, die natürlich auch eine gewisse individuelle Klasse voraussetzen, beim Sperren zum Beispiel, ob es der Kreis oder der Rückraumspieler ist. In all diese potenziellen taktischen Situationen, die wir sehr oft erfolgreich ausnutzen konnten, sind alle mehr oder weniger verpufft. Wir haben im Angriff eigentlich nur mit Lobedank einen Spieler gehabt, der individuell auf annähernd Augenhöhe war. Man kann sicherlich auch noch Sascha Ilić ein bisschen positiv erwähnen. Aber ansonsten hat man auch gemerkt, dass, wie gesagt, einige Spieler offensichtlich, obwohl wir sehr viel frei gemacht haben, vielleicht auch zu viel frei. Das ist für mich eher so der Eindruck, dass wir eher wieder ein bisschen mehr tun müssen, um einfach nochmal die Kurve zu kriegen. Wir verlieren die zweite Halbzeit in allen Spielen mittlerweile relativ eindeutig. Und was ich halt überhaupt nicht begreifen kann, ist, dass wir seit dem Ausfall von Schlinger seit 6 Wochen jede Trainingseinheit Überzahl trainieren. Auch 2 neue Konzepte vor 6 Wochen eingeführt haben. Es keine Trainingseinheit gibt, wo wir das nicht trainieren. Wir schießen die letzten 7 Überzahl-Situationen kein einziges Tor und machen dann einfach Dinge, Stochel in seiner Stärke, tief ständig die Bälle aufs Tor zu werfen. Daniel Sauer hat 0-8, der hat 8 Mal aufs Tor geworfen und 8 Mal so, wie man gegen Stochel nicht werfen darf. Ich schieße lieber mal 5 Meter übers Tor wie den 8. von 8 Würfen wieder halb hoch bis flach und er macht dann den Wurf zu. Und dadurch haben wir 20 Fehlwürfe und das ist, wie gesagt, einfache mangelnde Wurfqualität, die sehr viel auch eben mit so Form und mit Leistungsfähigkeit aktuell zu tun hat. Und wie gesagt, ich rede mich da auch nicht so raus. Mit den Verletzten in der Abwehr bin ich auch der Meinung, die 3-2-1 hat sicherlich mal so phasenweise gute Akzente gesetzt, aber sie war unglaublich ungeschickt, unglaublich, ja, man kann schon sagen, dumm,
bei Freiwurfsituationen oder bei Situationen, wo man eigentlich nur die Arme gegen die Brust und ein bisschen nachgeben, den Mann stoppen kann, wird dann mit dem Arm an den Hals gelangt und dann eben viel zu viele Zeitstrafen. Und wenn man noch eins der positiven Dinge, hatte ich den Eindruck, dass die 5-1, das sieht auch hier in der Statistik, ach, sieht man das eindeutig, hat die 5-1 zumindest einen kleinen Effekt Richtung Abwehrsystem Alternative gebracht, dass wir mit der 5-1 eben weniger zeitstrafenorientiert gespielt haben und auch eine deutlich bessere Abwehrquote. Während im 1 gegen 1 wir einfach erkennen, dass gegen Mannschaften dieses Kalibers die 1 gegen 1 Qualität unserer Verteidiger gegenüber der 1 gegen 1 Qualität von Spitzenmannschaften nicht ausreicht und wir vom System das auch gegen so eine Top-Mannschaft eben nicht kompensieren können, dann wird eben abgeräumt und das ist einfach das, was ich auch wieder als Qualität des Gegners schon herausstellen will, dass wir jetzt nicht zu sehr den Stab bei uns über die Mannschaft brechen. Der Wille war da, aber das Fleisch war zu schwach und wurde dummerweise dann immer schwächer. Aber wie gesagt, wenn man dann in der Viertelstunde 8-mal Überzahl oder 7-mal Überzahl kein Tor schießt, ich habe dann auch einen Blockwechsel gemacht, da hat sich dann aber auch von der Angriffseffektivität nichts dran geändert, dann sieht man einfach, dass wir einerseits schon froh sein müssen, irgendwo 17 Punkte geschafft zu haben und nach wie vor mehr auf die Schwäche der anderen einfach realistisch gerade setzen können. Jetzt in 2 Wochen ist dann nächstes Spiel. Wir hatten Schlinger in der Halbzeit, war es mal kurz ein Thema, aber er hat dann von sich aus gesagt, er traut sich nicht zu, er hat nach wie vor Beschwerden. Weil bei 15-12 sah es deutlich besser aus, wie ich die erste Halbzeit empfunden habe. Aber was dann in der zweiten Halbzeit dann passiert ist, das war natürlich auch gerade für die Zuschauer sicherlich nicht so begeistert zu verfolgen. Aber glücklicherweise haben wir hier immer noch Kredit. Aber wir müssen hier einfach jetzt auf die letzten 4 Saisonwochen vielleicht dann nochmal ein paar Dinge nochmal verschärfen oder verändern und auf die Situation in irgendeiner Weise anders reagieren, wie ich das jetzt die letzten Wochen gemacht habe. Rolf, vielen Dank für dein Statement. Soweit die beiden Trainer. Gibt es Fragen an die beiden Trainer von Seiten der Presse? Dem scheint nicht so zu sein. Dann möchte ich die beiden Geschäftsführer um ihr Statement bitten. Herr Panning, wir hatten kurz vorm Spiel ein kurzes Gespräch. Wir brauchen den Sieg, habe ich gehört. Ich weiß auch für was und möchte jetzt zur Teilnahme an internationalen Spielen gratulieren. Blickt man jetzt in Richtung Champions League? Ja, erstmal schönen guten Abend. Ja, international habe ich gesagt, sind wir dabei, aber musste mich gerade belehren lassen, dass ich mich verrechnet habe, weil ich ein Spiel vergessen habe. Wir haben noch 4 Spiele und sind nur 7 Punkte vor. Dennoch habe ich das Versprechen meiner Mannschaft gehalten, ihnen jedem 3 Socken zu geben, sofern wir Europa erreicht haben, schon mal als Vorschuss auf das, was dann kommen mag. Ja, wir haben 5 Punkte, also Minuspunkte vor Göppingen. Wir haben sicherlich in diesem Jahr das große Glück, dass wir noch nicht so eine hohe Belastung fahren mussten. Das heißt, wir waren nicht europäisch dabei. Wir haben im DRB-Pokal sicherlich auch ein bisschen Kraft lassen müssen durch die Spiele gegen Hamburg und Kiel, aber konnten uns jetzt sehr konzentriert auf jedes einzelne Spiel vorbereiten, sondern habe fast ein bisschen die Not, dass wir manchmal zu lange Pausen haben, jetzt wieder 9 oder 10 Tage und dem Trainer gelingt es immer und immer wieder, die Mannschaft auf den Punkt dann auch so zu motivieren und so hinzukriegen. Und diese 5 Punkte dürfen wir natürlich jetzt nicht mehr aus der Hand geben, sondern wir wollen jetzt auch sagen, Pluspunkte 3, Minuspunkte 5. Das Rechnen überlassen wir mir, das Taktik überlasse ich dir. Diese 5 Minuspunkte plus 3 Pluspunkte, die gilt es jetzt zu verteidigen. Und ich hoffe schon, dass wir jetzt auch Vierter werden und das sollte auch die Zielsetzung der Mannschaft sein. Man hat heute bei dem Auftritt auch gemerkt, dass es auch der innere Wunsch der Mannschaft ist, weil was sich der Geschäftsführer wünscht, ist eins, aber ich glaube, Ziele anderer zu verfolgen, das ist nicht so einfach, sondern die inneren Ziele, die selbstgelebten Ziele zu erfolgen, ist das, was eine Mannschaft stark macht. Und man hat gemerkt heute, dass die Mannschaft bereit war, auch konsequent und konzentriert aus ihrer Komfortzone rauszugehen, auch Schmerz zu ertragen und sich wirklich komplett auf diesen Erfolg und auf dieses Spiel zu fokussieren. Und das war letzten Endes der Garant dafür, dass wir das Spiel positiv gestalten können, unabhängig davon, dass das, was Dario gesagt hat, dass man natürlich schon mal bei allen gemerkt hat, dass auf der rückraumlinken Position einfach durch die Verletzung von Schlinger ein Defizit da war. Und das haben wir, glaube ich, ganz gut auch ausgenutzt gekriegt. Dankeschön. Vielen Dank. Benjamin, dann darf ich auch dich um dein Statement aus Sicht des Geschäftsführers bitten.
Ich denke, aus meiner Sicht, es war eines der schlechteren Spiele heute. Rolf hat es versucht, etwas zu relativieren. Ja, zunächst natürlich Glückwunsch an die Füchse auf ihrem Weg, nicht nur ins kleine, sondern ins große Europa. Ich denke, das wird auch so klappen. Ja, man ist natürlich nach so einem ernüchternden Spiel immer etwas frustriert, aber ich denke, man muss die Klasse des Gegners einfach anerkennen. Wir müssen schauen, dass wir unabhängig von Tabelle und Abstiegskampf die nächsten 4 Spiele nochmal nutzen, um uns bei den Zuschauern auch ordentlich zu präsentieren. Das ist uns heute in Teilen gelungen, in Teilen nicht. Aber heute ist Tag der Arbeit. Heute ist aber auch Sonntag, deswegen geht es ab morgen weiter. Und ich denke, wir haben jetzt noch knapp 4 Wochen vor uns, knapp 5 Wochen, in der wir versuchen werden, das bestmögliche Ergebnis zu erreichen. Das haben wir uns heute auch vorgenommen, das ist aber nicht gelungen. Ich hoffe, dass in 2 Wochen Roland Schlinger wieder dabei ist und unser Spiel insgesamt dann etwas aufgewertet werden kann. Aber ansonsten muss man einfach auch mal anerkennen, dass wir heute nicht so gut drauf waren und der Gegner das ganz klar ausgenutzt hat. Das muss man anerkennen und deswegen gratuliere ich zu 2 Punkten. Und wir müssen uns jetzt auf unsere Aufgaben konzentrieren. Und damit sind wir erstmal ausreichend beschäftigt. Benjamin, vielen Dank für dein Statement. Noch einmal die Frage an die Presse. Gibt es Fragen an die 4 Verantwortlichen hier vorne? Wenn dem nicht so ist, möchte ich die Geschichte nicht unnötig in die Länge ziehen. Bedanke mich für Ihr Kommen. Wünsche den Füchsen alles Gute auf dem Weg zur Champions League. Ich bin mir auch sicher, dass ihr es schafft. Uns, unseren Spielern, gute Erholung und die nächsten Spiele vielleicht etwas besser. Vielen Dank.